Hallo meine Freunde und Freundinnen der anonymen Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir machen uns mit dieser Folge nun daran, alle 900 Krux-Samen in diesem Spiel zu sammeln, beziehungsweise alle 875, die sich nicht in Schloss Hyrule befinden. Und ja, hier vorne hätten wir schon den ersten. Das Rätsel ist relativ simpel. Man hat hier auf der Seite eine Form und muss die irgendwie versuchen zu spiegeln. Ich glaube, das hier ist jetzt punktsymmetrisch, wenn ich korrekt informiert bin. Ja, und einfach hier draufsetzen. Und schon hätten wir den ersten Krux-Samen. Ja, ein Stein an der Spitze. Auf der Hebra-Spritze. Hey, hier oben auf dem Plateau. Ist so ein Windstoß. Und wenn man da A drückt, erscheinst du da. Einfach nur ein Steinchen, das hier oben liegt. Hier bei diesem Baumstumpf könnte einer sein. Oder ist wahrscheinlich einer. Was tue ich da? Ah, aber das Zeitlimit scheint großzügig berechnet zu sein. Ja. Durch diesen slidenden Krux solltet ihr aber nicht diesen hier übersehen, der sich an diesem Windrädchen hier befindet und aus diesen drei Zielscheiben besteht, die man auch mit dem normalen Bogen relativ gut treffen kann. Hier oben auf dieser Spitze unter einem Stein. Hinter dieser Felswand liegt ein Stein. Und darunter ist ein Krug. Hier liegt der Stein. Und da vorne in der Spirale fehlt ein Stein. Tada! Und unsere Krugmaske freut sich. So, wo ist jetzt diese Blume hin? Ah, da oben. Einmal Rivalis Sturm. Okay, ich hoffe mal. Ich habe falsch gehofft. So, und hier hatten wir die letzte Blume. Oder auch nicht die letzte Blume. Kann das jetzt bitte mal die letzte Blume sein? Danke. Oh, eine Blume. Und die Blume führt mich den Berg entlang. Wo dann auch der Krux-Samen ist. Hier liegt der Stein. Und da muss er rein. Wir haben hier einen Baumstumpf und wenn man hier surft, kommt man schnell genug zu dem Ort, wo man hin muss. Oder auch nicht. Doch, es reicht. Ein Windrad. Ich könnte den Bogen mit Dreifachschuss nehmen. Okay, wenn man sich diesem Windrad hier nähert, dann schaltet man oder dann kommt so ein komischer Luftballon mit einer Zielscheibe. Nun. Was tue ich da? Ich verschwende Pfeile. Genau. Dauert zwar ewig, aber verbraucht keine Waffen. So. Und hier unter einem Eisklotz versteckt befindet sich der zweite Krux-Samen. Entweder befindet er sich direkt unter dem Stein hier, oder aber man muss den Steinkreis vervollständigen. Hier liegt ein Stein und der muss da rein. Hier steht ein Baum und obendran fliegen wieder ein paar Blätter rum. Ah, hier etwa? Wie klein willst denn du noch werden? Aber immerhin ist ein Krug darunter. Wenn man an diesem Windrad hier steht, muss man diese Nuss, denke ich mal, abschießen. Wieder mal ein Eisklotz, aber diesmal oben auf dem Berg oder auf dem Plateau drauf. Und wenn er geschmolzen ist, im Wasser. Are you kidding? Wenn er geschmolzen ist, dann ist hier wieder so ein Blätterhaufen in der Luft.
Ein weiterer Eisklotz unter den Deckeln. Und wenn dieser Klotz weg ist, erscheinen wieder ein paar Blätter in der Luft. Gut, hier haben wir einen Stein. Der kommt hier hin. Und hier hätten wir einen Stein. Der kommt hier hin. Und damit wäre der Steinkreis komplett. Das hier ist der Krogsamen, definitiv. Ah, Gott, der ist ja versteckt. Hier unten. Sieh an. Oben auf Selmys Hütte. An Minflas Geheimquelle. An einem Baum hier oben. Yep, man kann es wegbomben, die Blätter. Darunter befindet sich ein Stein und dort ist ein weiterer Krogsamen. Wir haben hier einen, was ist das, Topf und der will abgeschossen werden. So, hier haben wir ein Zahnrad. So. Da ist tatsächlich ein Krogsamen am Tokumo-Schrein. Und zwar so eine Blume, der man immer folgen muss. Und wenn man ihr lang genug gefolgt ist, folgt sie einem selbst auf Twitter. Nein. Und das wäre der Samen. Und ja, tatsächlich, hier oben sind Blätterchen. So, runter hier. Und hier ist tatsächlich ein Krogsamen. Mitten in der Ebene liegt ein Fels auf einem Felsen und darunter ist ein Krog. An diesem Windrad erscheint wieder ein abschießbarer Ballon. Und man hat mir gesagt, ich soll immer auf die gleiche Stelle zielen, weil die erscheinen an den gleichen Orten wieder. Und der letzte ist dort. Yay! Locker ist das wieder so ein Eisklotz, der noch in den Boden reinschmilzt. Okay, nein. Hier oben auf einer der Teller befindet sich nochmal ein Eisklotz. Und darunter ein weiterer Krog. Oh, ich habe den Samen gefunden. Hier ist eine Höhle und da oben schwebt so ein Ballon. Und wenn man den abknallt, ist ein Samen da. Und hier hätten wir wieder einen Krog im Baum, der einen Krog beherbergt. Einfach nur ein Steinchen, das hier rumliegt. Auf der namenlosen Spitze. Ein Steinchen mit einem Krogsamen. Ja, da oben ist ein Windrädchen. Und diesmal halte ich still. Einmal hepp. Und so. Und tatsächlich, unter diesem Eisberg ist ein Krogsamen gewesen. Hier dieser Eisklotz, der muss schmelzen. Hier in so einer Nische liegt ein Stein. Ah, das. So ein Luftballon. Und es gibt noch einen Krogsamen. Einmal hepp. Rüberfliegen. Und echt jetzt? Muss ich das jetzt irgendwie so machen? Wow. Das da? Ist das ein Krogsamen? Ja, lol. Und oh. Da unten. Okay, einfach abschießen. Und das war's? Ah gut, an dieser Brücke befindet sich eine Blume. Und dann hier hoch. Oh. Nein, hinter dem Schrein liegt ein Stein mit einem Samen. Yay. Ein Stein oben auf dem Felsen. Beziehungsweise nein, wir müssen ihn schon nehmen und dann hier runter tun. Ja, das ist neu. Und gibt einen Krogsamen. In einem Baumstamm auf der Ebene befindet sich ein Krog bei einer Baumgruppe. In der Baumgruppe ein Haufen Blätter. Und unter diesem befindet sich ein Stein. Und darunter ein Samen, beziehungsweise ein Krog. Am Rande der Ebene befindet sich ein Zahnrädchen und von dort aus kann man mehrere Zielscheiben abballern.
Yes! OMG! 30.000 Pfeile später. Mitten auf der Ebene geistert hier ein Krog herum. In Form von ein paar Blättern. Aber auch irgendwie absehbar. Hier auf diesem Felsen. Am Rande der Karte. So, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. So, hier ein Baumstamm mit einem Krog mitten in der Ebene. Hier diese drei Felsenringe auf dem, nun ja, Felsen im Nordosten der Hebra-Ebene sind so umzuordnen. Oh, okay. Am Baum südlich des Irrschlosses hängt dieser Ballon im Baum. Südwestlich des Irrschlosses findet sich auf der Anhöhe des Berges dieses Rätsel hier. Und ich hoffe, ich tue jetzt keinen Blödsinn. Und ja, die geht ziemlich zuverlässig in ihr Loch rein. Was? Wow, zum Glück bin ich nochmal zurückgelaufen. An dieser Felswand befindet sich ein Stein. Kannst du mir nicht erzählen? Das hier ist doch... Oh, ich bin dumm. Das ist ein Krogsamen. Ich habe meine Maske nicht auf. Hups. Vor dem vergessenen Tempel am Rande des Südtabanter Schneefeldes in der Kokudia-Schlucht befindet sich dieser Stein mit einem Krog drunter. Südöstlich des Hebra-Turmes in der Kokudia-Schlucht befindet sich dieser Stein mit einem Krog drunter. Südöstlich der Tabanter Dorfruinen an der Kokudia-Schlucht befindet sich diese Felswand mit einem Stein drunter und darunter einen Krog. Bei den Tabanter Dorfruinen gibt es einen Stein oder einen magnetischen Stein, der kommt in diesen Brunnen. Und da ist ein Krog. Naja, den hätte ich sogar ohne Maske gefunden. Einmal Hep. Einfach so lange nerven, bis sie ihren Krog offenbart. Zwischendurch am besten nicht sterben. Und hier müsste er sein. Am Wegesrand haben wir auch noch einen Baumstamm mit einem Topf drinnen. Auf dem Windrad direkt über dem Donbartar-Schrein befinden sich ein fliegender Blätterhaufen, der einen Krug darstellt. So quasi Kickstarter für Lego-Sets. Ich glaube, es ist so... Oh! Man muss nicht einen Körper machen. Okay. Auf einer Insel im Hebra-Fluss. Auf einem kahlen Baum obendrauf befindet sich ein Krogsamen. Ich schätze, ich werde es rausfinden. Oder auch nicht, weil ich direkt einen Körper mache. Damit hätten wir alle Krogsamen in Hebra gesammelt. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und oder geholfen. Im nächsten Part sammeln wir alle Krogs in Hebra und dem Garode-Hochland. Die beiden Gegenden sind nicht so dicht besiedelt, was Krogs angeht. Weswegen ich die auch in einem Part abhandeln kann. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss Leute, haut rein. Euer Anonymimus.